Moin und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Mein Name ist Toni. Schön, dass du da bist. Ja, und weiter geht's mit AS203. Ein weiterer Test der Saturn 1b. Und wir beginnen natürlich wieder mit Fakt Nummer 1. AS203 wurde AS202 vorgezogen, da es Verzögerungen mit der Lieferung des Apollo-Raumschiffs gab. Fakt Nummer 2. Dieser unbemannte Testflug diente vor allem für den Test der S4B-Stufe und enthielt somit kein Apollo-Raumschiff. Fakt Nummer 3. Der Start erfolgte am 5. Juli 1966 um 10.53 Uhr und 17 Sekunden auf der Startrampe 37B der Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Fakt Nummer 4. Für die Überprüfung des Verhaltens der S4B-Stufe wurden insgesamt über 80 Sensoren und zwei Kameras am Tank der Stufe angebracht. Fakt Nummer 5. Während der Startvorbereitung, also sozusagen in Nachbarschaft, standen auf weiteren Startrampen ein nicht flugfähiges Modell der Saturn V auf Startrampe 39A und die eigentlich vor AS203 geplante Saturn 1B AS202 Rakete, die stand auf Startrampe 34. Fakt Nummer 6. Im Gegensatz zum Flug davor, also AS201 war ja nur ein suborbitaler Flug, erreichte AS203 eine niedrige Erdumlaufbahn. Fakt Nummer 7. Der Countdown wurde durch den Ausfall einer Kamera mehrmals unterbrochen. Allerdings war die Priorität jetzt nicht so hoch und es wurde dann eben nur mit einer funktionstüchtigen Kamera gestartet. Fakt Nummer 8. Nach mehreren Tests in der Erdumlaufbahn wurde die zweite Stufe einem Drucktest ausgesetzt, bis sie schließlich platzte und in mehrere Teile zerbrach. Fakt Nummer 9. Die gesamte Flugdauer betrug 5 Stunden, 59 Minuten und 47 Sekunden. Fakt Nummer 10. Der Test AS203 wurde als äußerst erfolgreich eingestuft, da sich die S4B-Stufe bewährte und in der Erdumlaufbahn wieder gezündet werden konnte. Das war sehr wichtig, denn bei den gesamten Apollo-Missionen oder bei den Flügen zum Mond sollte der S4B-Stufe, also der dritten Stufe der Saturn V, eine sehr, sehr wichtige Rolle zukommen. Sie sollte die sogenannte Translunar Injection durchführen, kurz TLI. Also die sollte sozusagen das Apollo-Raumschiff so sehr beschleunigen, dass es zumindest so weit reicht, dass irgendwann das Raumschiff von der Mondanziehungskraft gepackt wird und dass nachher die Mission in diesen Mondorbit kommen und da natürlich dann ihre entsprechenden Programme durchführen können bis hin zur Mondlandung. Ja, das war es auch wieder kurz und knapp. Der zweite Test der AS-Tests vor Apollo 1. Ja, ich nenne sie einfach mal so. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Wie gehabt zum Abschluss die kleine Bitte. Ihr wisst, es stecken viele Stunden Arbeit in diesen kleinen schnuckligen Kanal. In einem Daumen nach oben und einem Abo stecken nur 3 Sekunden Arbeit. Also, würde ich mich drüber freuen. Ihr unterstützt mich auf jeden Fall ein wenig dadurch. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.